Moin, es sind wir von Geeks Live Luxemburg an Hayoma, den Gerard Kraus. Sitzen, den Organisator von der LuxCon. Auch sowie von anderen, sowie auch das Tiere. Moin. Moin. Und wie geht's? Ja, guter selber. Ja, auch ganz gut. Mal dann, so mal. Wie findest du, was die Organisation also das Jahr, was mehr einfach oder mehr schwer, was du dich mehr fokussiert? Das ist das dritte Jahr. Dritte Jahr ist immer ein bisschen mehr schwer. Das sind verschiedene so kleine Sachen, die schiefgegangen sind. Wir sind ein bisschen an Druckerode mit verschiedenen kleinen Sachen. Mehr im Großen und Ganzen, also mehr einfach, weil mehr Dieren abstehen, weil die Leute mittlerweile ein bisschen mitkriegen, was LuxCon ist. Sowohl bei uns im Land wie auch im Ausland, das ist schon ein bisschen bekannt. Und das ist so, von hier schon heiraten. Das ist dann immer besser, wie wenn die Leute gar nicht davon heiraten haben. Ne? An welche Special Guests sind dann bis los schon angelötet? Ja, wir haben als Auto haben wir das Jahr den Ian McDonald dabei. Den lebt in Nordirland, das britische Science-Fiction-Auto, den schon für ziemlich alles nominiert war, weil er für Preise gibt. Den auch schon einen Hugo für eine Novelette gewonnen hat, den einen British Science-Fiction Award für 2 von seinen Büchern gewonnen hat. Und den Philip K. Dick-Preis am Jahr 2001 oder 2 gewonnen hat. Auf jeden Fall eine ganz große Nummer in dem Bereich. Dann haben wir noch den Tommy Krapfeis, den in den oder den anderen vielleicht kennt als den Erfinder vom Bernd das Brot. Er hat bei RTL Samstagnacht an den 90er Jahren eben mitgemischt. Er hat Mara und der Feuerbringer geschrieben an der Trilogie. Er hat den Film gemacht, Mara und der Feuerbringer, der für 2 Jahre an den Kino war. Er hat mit seinem Papa paar Bücher geschrieben. Er kann auch am Kader von der Tournee von Sportler kennt mit seinem Papa eben rauf, wo der Westen darum geht, dass er Papa immer wollte Sportler aus ihm machen und hin ein Nerd war, der wirklich schüsst wollte Videospieler spielen und Comics lesen. Was kommt da noch dabei? Dann haben wir nach Nina Horvater geladen als Fangast, das ist eine österreichische Science-Fiction-Schriftstellerin und eben noch Fan, was 2015 in Amerika war, beim Transatlantic Fan Fund, wo du sich von Österreich und Amerika auf Science-Fiction-Convention gehen. Und danach kommen danach so ein paar Lesungen dabei. Da gucken wir mal im Team nach. Und dann haben wir noch den Franck Roger dabei. Das ist dann noch ein belgischer Schriftsteller, auch am Science-Fiction-Bereich, so ein bisschen am Surrealen, dem anderen gelöst haben, für eben ein bisschen etwas mit dem Binnenlogos auch dabei zu haben. Und das mal so für die ganz groß nehmen. Okay. Welche Highlights gibt es denn? Gibt welche neue? Also die Aalsachen, die sich bewährt haben, die sind rum dabei. Also wir haben einen rum Cosplay-Konkurs, wir machen rum den Pop-Quiz samstags sowas, wir haben rum den Geek-Karaoke, den wir letztes Jahr gemacht haben, samstags sowas. Das Jahr haben wir den Open-Screener geladen, das sind sich eine Gruppe von Amateur-Filmer, respektive eine Gruppe, die Amateur-Filmer anlädt, für hier Filmer zu weisen. Und die machen sich ein Programm, den Science-Fiction, Fantasy und Horror eben gewidmet ist. Dann haben wir noch als Highlight, wir haben eine Gruppe Wissenschaftler da, die also ein bisschen weisen, was für Wissenschaften an Sci-Fi, Fantasy, Horror funktioniert, was nicht funktioniert, die da ein bisschen so ein kleines Découvert anbieten. Wir haben also für dich mal ein paar so große europäische Fanpanel dabei, wo Fans aus Luxemburg, Deutschland, Frankreich, Belgien, Österreich, Kroatien, wo sie sonst nachher kommen, Irland, dann eben über Fandom an Europa diskutieren. Ja. Sachen, die noch nicht gesucht dürfen gehen, ne? Doch, das Programm aus geschwollenem Publik, das ist zu viel für alles an einem Kehrt und ein Mikro zu gehen. Das ist doch recht. Und wie viele Leute warten ihr das Jahr? Ich weiß nicht. Also wir hatten das Jahr, ich meine Geschichte, das mittlerweile bekannt, wir hatten das Jahr, hatten wir 500 Leute. Das ist immer gut, da hat man da 1400 oder 29 Menschen gefahren. Da hat man gesagt, 1500 Leute, das geht auch gut durch. Da hat man 2700. Das Jahr so ist einfach kein Zoll, dann wir schätzen einfach auf 3000. Ja, hält schon einfach schon mal länger unter so un. Wie meinst du, geht das mit der LuxCon noch an weiter Zukunft weiter? Geht weiter, wollen schon mal hin, ne? Also solange Leute kommen, solange Leute interessiert sind, organisieren wir so weiter. 2017 haben wir mal ein Datum rausgesicht. Wir haben die Invitation noch schon rausgeschickt. Ich meine, das geht immer weit am 4 raus. Ja. Mal gucken mal, ne? Ob der LuxCon wieder mehr gefällt. Okay, kannst du dann nur noch ein kurzes Datum verraten von diesem Jahr?
Die weiß ich mal gut nicht mehr. Nein, ich meine, das ist der 16.17. April 2016. Samstag, Sonntag, der Weekend eben zu Tating am Centre Culturel Schuhfabrik, wo das bis jetzt immer der Fall war. Wie die Leute, die wollen dünner kommen, der wüsste Parking also ein bisschen problematisch. Dafür haben wir das ja ein Park and Ride organisiert, Informationen dazu von der Umsicht. Wenn das Möglichkeit tut, für über den Transportpublik hier zu kommen, dann Bus 197 fährt von der Gouer aus dahin. Die Linie 5 vom Thyssen am Süden, den fährt auch quasi durch das Tating-Zentrum, eigentlich geht da raus. Und ja, Parking, wie gesagt, das ist ein bisschen knapper muss. Kommt zu Fuß. Nein, es gibt Parkingen. Also, wenn das Möglichkeit tut, für die Transportpublik zu benutzen oder für die Parken reinzufahren, dann macht das was gibt. Naja, dann kommt der Ball, falls das du auch im Zuluxkorn besichern zu tätigen. 16. 17. April 2016. Das ist also geschwommen. Naja. So, ganz genau, ja. Komm. Naja, dann so ich auch merci. Merci auch, ja. We'll be right back.